Hey Leute und willkommen zurück zu Dragon Ball Legends. Wie ihr seht am Thumbnail, am Titel und auch hier jetzt, ich bin bei Stufe 50 im Cooler Event angekommen. Bisher nichts verloren, aber ich habe ja auch die Helden, die boosten. Ich habe Freezer, den neuen, ich habe den neuen Cooler, ich habe den gelben Freezer, ich habe den grünen Freezer. Die wurden die ganze Zeit gebufft sozusagen im Kampf. Das seht ihr hier, wenn ihr auf Details drückt, seht ihr zum Beispiel, okay, der rote Freezer würde jetzt in dem Kampf 250% mehr Damage machen und er leidet 40% weniger. Genauso wie großer Saiyaman 2, der lila Cooler ist auch ganz gut dabei. Wie geht da auch nicht schnell mit 150%, ne? Vergesst das nicht, wenn ihr die da oben nicht habt, ne? Versucht es mal mit lila Vegeta, lila Son Goku, Super Saiyan 3. Oh, der Freezer hier, auch nicht schlecht, 100% mehr Damage, erleichtert weniger Schaden, genauso wie Salsa, ne? Krillin ist auch mit dabei, also es gibt hier einige Möglichkeiten, die ihr benutzen könnt, ne? Ihr müsst nicht unbedingt jetzt den lila Cooler benutzen, sondern habt auch andere Möglichkeiten. Natürlich werde ich es jetzt versuchen mit dem lila Cooler, denn ich weiß nicht, ob ich es schaffe ohne. Letztes Mal beim Buu-Event bin ich auch bis Stufe 50 gekommen, dann hatte ich ein paar Probleme, weil ich damals Super Saiyan 3 Son Goku nicht hatte. Im Video habe ich es leider nicht geschafft, aber ohne Video habe ich es geschafft. Kann ich das noch zeigen? Ist das Event noch da? Moment. Ja, das Event ist noch da. Ich habe es komplett abgeschlossen, seht ihr? Habe ich dann geschafft. Nach dem Video leider nicht im Video, schade. Aber das hat mir auch gezeigt, es funktioniert auch ohne Boost-Helden, also ohne die Effektiven. Ich musste es zum Beispiel, ich erkläre es mal ganz kurz, ist ja egal. Hier musste ich zum Beispiel mit meinem roten Kid Buu den blauen Kid Buu besiegen. Das war schwer, aber der rote Kid Buu hatte hier auch 500% mehr Damage. Das ganze Event hier war einfach übertrieben. Okay? Das war einfach übertrieben. Zum Glück ist das hier beim neuen Cooler Event nicht mehr der Fall, dass alles so übertrieben ist, sondern es ist eher noch normal. Natürlich ist es ein großer Unterschied, ob man jetzt 250% mehr Damage macht, ne? Und weniger Damage erleidet. Aber wie gesagt, es sind noch alte Helden dabei, ne? Zum Beispiel diese Extreme-Helden, die werdet ihr leichter bekommen, ne? Also macht euch keine Sorgen, benutzt doch auf jeden Fall, wenn ihr meint, ihr schafft es nicht, benutzt auf jeden Fall unbedingt ein komplettes Team aus Lila. Das ist auch eine Idee, ne? Violett, denn er ist ja hier grün, ne? Und ihr seht es ja rechts oben, Lila ist effektiv gegen grün. Ne? Also wir nehmen die jetzt mal mit natürlich, wir nehmen Freezer mit, wir nehmen Cooler mit und wir nehmen den grünen Freezer mit. Ich habe keine Ahnung, ob ich das beim ersten Mal schaffe. Ne? Es kann sein, dass ich es wieder richtig hart verkacke. Ich bin nicht der beste Spieler der Welt. Ich bin auch übrigens, ich habe es nicht vergessen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, dass wir das Video machen mit dem RSDS-Gewinner. Wenn ich weiß, was RSDS ist, guckt ihr gerne das Video an. Übrigens, er hier, wer es nicht weiß, hat eine andere Farbe, weil ich jetzt Cooler mitgenommen habe. Also ich habe den gleichen Helden mitgenommen, wie er hier ist. Wenn ich jetzt Cooler nicht mitgenommen hätte, hätte er seine Originalfarbe. Okay, also das mal schon mal wisst. Okay, ich ausgewichen, er ausgewichen. Sehr schlecht für uns, ne? Dieser Cooler hier, der lila Cooler, ist ein Verteidigungstyp. Das seht ihr schon mal daran, wie wenig, unter Anführungszeichen, Damage er hier erleidet gegen den grünen Cooler. Aber man sieht halt leider auch, er macht nicht so viel Damage, ne? Er ist nicht so der Hardcore-Damage-Dealer. Ein bisschen reinhauen, Dann wieder wechseln auf Freezer. Hier schnell ausweichen, sonst sind wir im Arsch. Ja, ich habe keine Ahnung, ob ich erstmal schaffe. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, extrem viel einfacher. Wenn man diese Helden hat, die eben diesen Boost besitzen, so wie ich es habe, dann ist es natürlich einfacher. Trotzdem nicht baby einfach. Man muss trotzdem sehr, sehr aufpassen. Vor allem die generischen blauen Karten, die generischen Spezialkarten, Spezialangriffskarten, die machen enormen Damage. Ne? Da müsst ihr immer aufpassen. Ich werde auch mein erstes Beispiel Rising Rush hier benutzen. Hätte natürlich jetzt wechseln können auf den lila Cooler. Habe ein bisschen Schiss, dass ich damit irgendwas verhaue. Deswegen bleibe ich bei dem roten Freezer. Macht ja auch 250% mehr Damage. Natürlich macht der lila Cooler noch mehr Damage. Warum? 250% plus obendrauf. Ah, verkackt. Plus obendrauf auf diese 250% kommt noch so ein Elementarvorteil, was dir auch noch mehr Damage beschert. Ne? Ich werde den grünen Freezer auf jeden Fall versuchen zu benutzen, um einen Rising Rush von ihm entgegenzuwirken. Ach, scheiß drauf, wir benutzen noch eine Karte. Jetzt haben wir den ersten Lebensbalken erst zerstört. Jetzt geht er in den zweiten Lebensbalken. Das heißt, wir wechseln mal schnell rüber auf unseren Cooler. Ah, verkackt. Ich muss noch verwandeln. Nein!
Ich kann noch wechseln. Oh Gott, ich kann noch wechseln. Der Gegner nimmt sehr gerne die rote Karte. Ich hoffe, er nimmt sie hier auch. Jetzt haben wir hier die volle Kampfkraft vom Gegner. Ihr habt gerade mein Leben hier neben mir gesehen, ne? Und mit einer, so einer super Spezialattacke, kann er euch töten, ne? Er kann euch töten mit einer Spezialangriffskarte. Ich muss jetzt verdammt nochmal aufpassen. Und hier jetzt nicht zu viel Blödsinn reden oder sonst was. Und jetzt hier echt aufpassen. Er kann uns, trotz dessen, dass wir halt so viel Damage verursachen, ihr seht, den Damage, er kann uns easy wegtöten, ne? Das macht er so auch, ja genau. Der Freezer ist schon mal down, seht ihr, ne? Funktioniert schon sehr gut. Ich habe hier halt richtig hart Probleme, wenn ich nicht aufpasse. Zum Glück habe ich gleich noch einen Rising Rush und zum Glück ist mein komplettes Team im Arsch. Warum ist das gut? Damit ich eben mehr Rising Rush Damage verursachen kann. Aber wie ihr seht, er boostet sich die ganze Zeit, ne? Ich werde es mal aus, um ihn abzulenken. Ah, hat nicht funktioniert. Ich wollte ihn ablenken, dass er jetzt den Angriff ausweicht. Wir versuchen jetzt aber einen Rising Rush zu zünden. Ja, sollte man übrigens nicht machen, wenn man wie ich eine grüne Karte zum Beispiel auf der Hand hat, ne? Aber der Damage sieht bisher nicht schlecht aus. Oh, er hat gefailed. Es könnte schon gewesen sein, ne? Es könnte schon gewesen sein. Ja. Nice. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Natürlich kann man sagen, yo, Rabbit, du hast es geschafft. Schön für dich, aber du hast ja auch die Boosted-Charaktere benutzt. Ja, natürlich ist das ein Vorteil, wie schon gesagt, wenn man die Helden benutzt, die mehr Damage machen. Ne? Ganz klar. Oh, hier auch nochmal schön ein C-Ausrüstungsteil bekommen. Hier läuft's. Stufe 10 erreicht des Titels. Na, dann wollen wir mal. Mega nice, mega nice. Freut mich sehr, dass ich es geschafft habe. Alter, ich wünsche jedem da draußen von euch, das gleiche Glück zu haben, wenigstens eine der neuen Helden gezogen zu haben. Egal ob Cooler oder Freezer, ne? Es geht hier noch weiter. Das wusste ich nicht. Das ist cool. Es geht hier weiter. Da gibt es noch einen Titel. Oh mein Gott. Mit mindestens einem Extreme-Kämpfer spielen. Okay. Okay, das werden wir gleich noch testen. Aber zuerst, Leute, das Wichtigste. Wir gehen in die Mission rein und holen uns unsere verdienten 1000 Zeitkristalle. Das schmeckt lecker. Fürs nächste Opening freue ich mich schon drauf. Aber ich wusste ehrlich nicht, dass es noch weitergeht. Wir müssen mal ganz kurz in News reingehen, ins Neue. Wir brauchen das Event hier. Genau, hier das Event. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Wir gucken mal kurz rein. Auch Rapids machen mal Fehler. Ab Stufe 50 Kampf. 51 ist der letzte. 51 ist der letzte. Oh. Wir bekommen zwar keine Zeitkristalle mehr dafür, aber das hier ist eigentlich der letzte Kampf. Das Problem ist nur, Problem in Anführungszeichen, es gibt hier keine geboosterten Helden mehr. Ihr seht das, ne? Ich habe keinen Vorteil hier. Wir werden es einfach einmal versuchen. Oh nein, scheiße. Ausrüstung sinnvoll. Wir werden es jetzt einmal versuchen, ihn zu besiegen. Ganz klar. Und mal überlegen, was ich verkaufe. Und einmal versuchen. Wenn ich es nicht schaffe, schaffe ich es nicht. Egal. Wenn ich es schaffen sollte, kann ich ja wieder zum Beispiel eine YouTube-Story machen oder so. Wir versuchen es einfach mal. Wir gehen rein. Wir haben jetzt keinen Vorteil. Außer den Elementarvorteil, den wir jetzt mit Rot nutzen gegen Salsa. Und Lila natürlich gegen den gegnerischen... ich überlege gerade, nämlich Grün oder Gelb? Ne, zwei Tanks mitnehmen, das ist übertrieben. Cooler ist ein Tank und der gelbe Freezer ist ein Tank. Und jetzt keinen Vorteil. Keinen Vorteil dadurch, wollte ich sagen, dass wir jetzt neue Helden besitzen. Ihr könnt ja auch mit Saiyajins spielen, habt ihr gesehen. Ihr könnt hier mit allem spielen. Und ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und ich bin echt gespannt, muss ich sagen. Gegner ist schon mal gut drauf. Okay, er kann sehr gut ausweichen. Das bleibt also vorhanden. Ihr seht schon mal, ne? Das ist der Gegner mit Level 3000. Und ihr seht den enormen Damage, den der rausdrückt, ne? Oh, er macht das gleiche wie ich. Das ist krass. Wow, wir machen ja überhaupt kein Damage. Wir machen ja überhaupt kein Damage. Alter. Alter, guck das an, wie der mir reinhaut. Das ist ein Verteidigungstyp. Das ist ein Verteidigungstyp, mein Cooler. Und er zerstört ihn fast. Ja, GG. Alter, da kriege ich die Tür gerade nicht zu. Da muss ich noch ein bisschen üben. Ne? Den Kampf kann ich ja schon original knicken. Ne? Da wird nichts mehr. Ich mache überhaupt keinen Damage. Okay, da muss ich mir ehrlich gesagt ein komplett neues Team bauen für diesen Kampf. Ich bin überrascht, wie schwer der ist. Wenn du diesen Kampf hier... Ich versuche es gar nicht mehr. Ne? Er one-hitted meinen Golden Freezer. Er one-hitted meinen Golden Freezer. Ich versuche es gar nicht nochmal. Ist aber lustig. Ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen. Denn so eine Herausforderung macht Spaß.
Ich habe beim Boo-Event auch nicht aufgegeben auf Stufe 50. Und das hier werde ich genauso versuchen. Aber nicht jetzt mal im Video. Schreib mir in die Kommentare. Hast du das geschafft? Mit welchem Team? Ne? Hast du ein Saiyajin-Team gespielt? Ein Evil-Team gespielt? Ein Cyborg-Team gespielt? Was hast du gespielt, wenn du gewonnen hast? Würde mich echt mal interessieren, wie viele von euch, ganz ehrlich, ne? Nicht jetzt irgendwie rumlügen oder irgendwas, ganz ehrlich, wie viele von euch haben das geschafft, Stufe 51? Es gibt keinen Vorteil für euch. Der Cooler ist 1500 Level über euch. Das heißt, ihr braucht Skill. Da fehlt mir ein bisschen, ne? Aber ihr braucht Skill, um das zu schaffen. Bin gespannt, wie viele das von euch geschafft haben. Schreibt es unten rein. Und ich werde es jetzt natürlich noch weiter versuchen. Wenn ich es schaffe, werde ich davon wieder eine YouTube-Story posten. Und eine Instagram-Story, falls ihr am Laufenden bleiben wollt. Oder ein Twitter-Bild. Ich weiß nicht. Mal gucken. Wenn ich es schaffe, ne? Ich werde es auf jeden Fall weiter versuchen, sowas, ja, das reizt mich. Das will ich schaffen, ne? Leute, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Jetzt viel Spaß noch mit den Videos auf der Endcard. Gestern gab es auch richtig geile Videos. Wie zum Beispiel Super Dragon Ball Heroes World Mission. Opening. Richtig geil. Die 10 besten Helden in Dragon Ball Legends. Auch jetzt auf der Endcard. Und morgen, hier auf diesem Kanal. Am Nachmittag. Ein riesen geiles Dokkan Battle Opening. Haut hart rein und ciao.